Hallo aus Köln. Seht hier den zweiten Teil unserer politischen Videoreihe zum Thema eines eventuellen Rechtsrucks bzw. zu einer derzeit stark spürbaren Veränderung der politischen Meinung der Deutschen. Das folgende Video stellt persönliche Fragen in den virtuellen Raum, die uns Führungskräfte bzw. Stammkunden in privaten Momenten stellten. Unsere Thesen bzw. Antworten stellen keinerlei Wahlwerbung dar, sollen jedoch zu Kommentaren oder auch zu Likes oder dem Teilen dieses Filmbeitrages einladen. Viele Menschen denken, dass es egal ist, welche Partei an der Macht ist, und gehen davon aus, dass sich nach einer Wahl eh nichts verändert bzw. nichts verbessert. Wie denkst du darüber? Wir bei Carideo haben dazu jeder eine persönliche Meinung. Doch gehen wir hier im Video redaktionell und mit gebotenem Abstand und einigen Thesen auf diese Frage ein. Findet bitte stets eure eigenen Antworten. Wir möchten euch nur Anreize zum Nachdenken geben. Die Vorstellung, dass sich nach einer Wahl nichts verändert oder nichts verbessert, kann aus verschiedenen Gründen auftreten und ist oft das Ergebnis von politischer Frustration oder Enttäuschung. Es ist wichtig zu beachten, dass politische Veränderungen in Demokratien oft langsam vonstatten gehen und es kann schwierig sein, sofortige und dramatische Verbesserungen zu erkennen. Allerdings können Wahlen und die damit verbundenen politischen Wechsel durchaus Einfluss auf die politische Richtung und die politischen Entscheidungen eines Landes haben. Politische Parteien haben unterschiedliche politische Programme und Prioritäten. Und die Partei, die an die Macht gewählt wird, hat die Möglichkeit, Gesetze zu erlassen und politische Maßnahmen umzusetzen, die ihre Ziele widerspiegeln. Es ist auch wichtig zu bedenken, dass politische Veränderungen nicht nur von der Regierung abhängen. Zivilgesellschaftliche Organisationen, Bürgerinnen und Bürger, Medien und andere Akteure spielen ebenfalls eine Rolle bei der Gestaltung der politischen Agenda und der politischen Entscheidungen. Wenn Menschen das Gefühl haben, dass sich nach Wahlen nichts verbessert, kann dies auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein. Einschließlich politischer Stagnation, Korruption, ineffizienter Verwaltung oder ungelöster struktureller Probleme. In solchen Fällen kann es wichtig sein, sich weiterhin politisch zu engagieren, um Veränderungen zu bewirken und sicherzustellen, dass politische Entscheidungsträger zur Rechenschaft gezogen werden. Letztendlich hängt die Wahrnehmung der politischen Veränderung stark von den individuellen Erfahrungen und Erwartungen ab. Es ist wichtig, die Bedeutung von politischer Beteiligung und demokratischer Mitwirkung zu betonen, um die Möglichkeit von Veränderungen und Verbesserungen in der politischen Landschaft zu erhalten. Hört nun unser zweites Thema innerhalb dieses Videos. Welchen Sinn würde eine neue Partei unter der gemeinsamen Führung von Alice Weidel und Sarah Wagenknecht machen? Die Gründung einer neuen politischen Partei unter der gemeinsamen Führung von Alice Weidel, die Mitglied der Alternative für Deutschland ist, und Sarah Wagenknecht, die ehemalige führende Politikerin der Linkspartei, wäre ein bemerkenswertes politisches Ereignis und würde eine Vielzahl von Herausforderungen und Chancen mit sich bringen. Hier hört ihr unsere Überlegungen dazu. Erstens, ideologische Differenzen. Alice Weidel und Sarah Wagenknecht repräsentieren politische Positionen, die sich gegensätzlicher kaum sein könnten. Die AfD ist eine rechtspopulistische Partei, während die Linke eine stark linksorientierte Partei ist. Das Zusammenführen von zwei so unterschiedlichen ideologischen Strömungen in einer Partei könnte schwierig sein und zu inneren Spannungen führen. Zweitens, Wählerschaft. Die Wählerschaften dieser Parteien sind ebenfalls sehr unterschiedlich. Die AfD hat ihren Erfolg oft auf Themen wie Einwanderung, Euroskepsis und konservative Werte gestützt, während die Linke soziale Gerechtigkeit, Arbeiterrechte und linke Wirtschaftspolitik betont. Es wäre unklar, ob eine gemeinsame Partei in der Lage wäre, eine breite Wählerschaft anzusprechen. Drittens, politische Landschaft. In Deutschland gibt es bereits eine breite Palette Parteien, die eine Vielzahl von politischen Positionen abdecken. Eine neue Partei von Frau Wagenknecht und Frau Weidel müsste sich gegen etablierte Parteien behaupten und um Wählergunst konkurrieren, was eine große Herausforderung darstellen könnte. Viertens, Führungsdynamik. Die gemeinsame Führung der beiden sehr unterschiedlichen Frauen könnte zu Spannungen und Konflikten innerhalb der Partei führen, insbesondere aufgrund ihrer ideologischen Unterschiede. Die Führungsdynamik und die gemeinsame politische Ausrichtung wären entscheidend für den Erfolg oder Misserfolg einer solchen Partei. Fünftens, politische Ziele.
Eine wichtige Frage wäre, welche politischen Ziele eine solche Partei verfolgen würde. Es wäre wichtig zu klären, welche politischen Themen und Agenda die neue Partei verfolgen würde und wie sie sich von anderen Parteien abheben würde. Fazit: Insgesamt wäre die Gründung einer neuen Partei unter der gemeinsamen Führung von Alice Weidel und Sarah Wagenknecht ein komplexes und herausforderndes Unterfangen. Es müssten viele Fragen beantwortet werden. Und der Erfolg einer solchen Partei hing von vielen Faktoren ab, darunter die politische Landschaft, die Führungsdynamik und die Fähigkeit, eine breite Wählerschaft anzusprechen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Bildung neuer politischer Parteien in etablierten Demokratien oft mit erheblichen Hindernissen verbunden ist. Gestattet uns eine persönliche Idee bzw. Meinung, die wir sehr kurz halten können. Spannend wäre es allemal und es würde endlich eine sehr lebendige Energie oder eben etwas Bums in den politischen Alltag kommen. Im Team der Carideo Image und Eventfilmproduktion denken wir gegenüber der bisherigen Politik, aber auch zur aktuellen Politik relativ neutral, beziehungsweise lassen wir persönliche Meinungen weitestgehend nicht in unsere Arbeit einfließen. Doch nun sind wir auf eure Likes, Kommentare und Fragen gespannt. Teilt dieses Video gern, um eine positive Veränderung in Deutschland zu unterstützen.